Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das schwarze Auge Satinavs Ketten, wo wir immer noch im zerstörten Andergast sind und ja, jetzt glaube ich an diese Schublade ran müssen. Ich habe den Tipp gekriegt in den Kommentaren letztes Mal, dass wir wahrscheinlich die obere Schublade zerstören müssen, um da ranzukommen. Und dass wir eventuell die Mistgabel dafür brauchen. Das ergibt auf jeden Fall Sinn. Das heißt, wir müssen jetzt mal raus und wir müssen den Mann jetzt hier einmal davon abbringen, dass er sich damit umbringen will, auf jeden Fall. Alles will gut, ich ja eigentlich sowieso. Bald bin ich soweit. Nee, pass auf, warte mal, Selbstmord ausreden, genau. Wir schaffen das. Lass den Unsinn, gib mir die Heugabel. Es wird sicher alles gut, glaub mir. Ausgerechnet dir soll etwas an mir liegen? Vielleicht hast du uns das alles eingebrockt. Warum sollte ich auf dich hören? Okay, also, sein Hauptproblem ist ja, dass er denkt, es ist seine Schuld. Ich habe ja letztes Mal gesagt, ich finde, es ist auch ein bisschen seine... Also, ja, Schuld ist halt mega schwierig, aber er hat's halt gemacht. Du trägst keine Schuld an Ulfrieds Tod. Okay, klingt auch erstmal gut. Der Seher ist schuld, haben wir aber probiert. Er wurde verzaubert oder er hatte Angst. Na, ich würde sagen, wenn dann verzaubert. Hier sind ja irgendwie alle unter dem Bann des Sehers. Du warst nicht du selbst. Diese Krähen haben dich verzaubert. Verzaubert? Ja, du hättest Ulfried doch niemals etwas getan. Also muss das ein Fluch gewesen sein, der mit deinen Händen die Heugabel geführt hat. Meinst du wirklich? Bin ich nicht so richtig sicher. Aber es klingt gut, es klingt gut. Er klingt positiv und das ist ja das Wichtigste, ne? Dass er sich nicht umbringt. Aber wurden die Leute hier verzaubert? Ich bin mir echt unsicher. Sind sie... Weil ich glaube, es ist kein Fluch. Ich hatte es jetzt so verstanden, dass sie einfach alle in den Wahnsinn getrieben wurden. Was man natürlich als Fluch deuten könnte, ne? Den Fluch des Wahnsinns. Ja, okay. Okay. So. Jetzt schon Heugabel geben lassen oder erstmal noch Vertrauen gewinnen? Ich probiere mal nochmal Vertrauen zu gewinnen. Vertrau mir, alles renkt sich wieder ein. Ach ja? Ja, denn... Okay, Krähenfang hatten wir schon probiert. Da hat er gesagt, das schaffst du niemals, was ich verstehen kann. Da glaubt er einfach nicht dran. Das heißt, das ist eine blöde Idee. Dass wir keine Feinde sind, darauf hat er, glaube ich, ganz okay reagiert. Und das mit dem kein Unglücksbringer habe ich noch nicht ausprobiert. Weil ich halt denke, ich meine, der ist halt aufgewachsen damit, dass Geron der Unglücksbringer ist. Als ob das jetzt... Aber wir können... Ja, komm, wir probieren es mal, weil wir es noch nicht gemacht haben. Ne? Dann haben wir alles einmal versucht und dann puzzeln wir uns zusammen, was das Beste ist. Ich würde ja sagen, keine Feindschaft klang ganz gut, aber wir gucken mal. Hast du nicht immer gesagt, dass das Unglück über Andergast kommt, wenn ich nicht verschwinde? Ja. Aber ich war verschwunden und sieh, was danach geschehen ist. Ja, das stimmt. Kann das nicht bedeuten, dass ich durch meine Rückkehr die Dinge wieder richten? Aber dafür musst du mir vertrauen. Meinst du wirklich? Okay, das klang super hoffnungsvoll. Ja, aus dem, also ich dachte jetzt, er behauptet einfach nur, er ist kein Unglücksbringer. Aber Geron hat schon recht, ne? Er ist gegangen und dann ist es den Bach runtergegangen. Also sind wir vielleicht auch ein Glücksbringer? Wer weiß. Zumal ja auch, ich weiß auch gar nicht, der Seher hat ja auch behauptet, dass wir böse sind. Warum hat man überhaupt dem Seher geglaubt? Oder können... Es kann jetzt natürlich sein, da kenne ich mich wieder in der Welt nicht gut genug aus, es kann natürlich sein, dass Seher irgendwie nicht lügen können, ne? Dass wenn die eine Prophezeiung sagen, dass das stimmt. Aber an sich kann ich mir als Seher auch Prophezeiungen ausdenken, wenn die dann jeder glaubt. Weiß ich nicht. Wie auch immer. Du gibst uns jetzt erstmal die Heugabel, wir brauchen die. Na los, gib mir die Heugabel. Vielleicht hast du recht. Also gut, nimm die Forke. Wasch sie ab. Und wenn ich wieder Träume habe? Dann stell dich ihnen ohne Angst. Versuch sie zu verstehen. Okay, Geron wird Life-Coach als nächstes. Wir haben es geschafft, cool. Wasch sie ab. Fände ich tatsächlich ganz gut, aber ich glaube, wir haben kein Wasser. Wir haben nur die Feenquelle, I guess. Aber da will ich jetzt eigentlich keine blutige Heugabel drin waschen. So, mal gucken, ob wir damit jetzt die Schublade kaputt machen können. Zieh die obere nochmal raus. Das war ja der Tipp, den ich gekriegt habe. Dann probieren wir doch mal. Vielleicht damit. Lässt sich der Boden der Schublade herausbrechen. Ja. Aber nicht so. Wie nicht so? Wie sonst?
Das ist eine Mistgabel, als ob du das damit nicht hinkriegst. Oder mit dem Stein, mit dem Messer einfach? Ach, mit dem Messer einfach. Eine Schublade braucht keinen Boden. Okay, alles klar. Dann können wir jetzt... Ah, das Rezept. Perfekt. Genau das hatte ich gehofft, dass das da drin ist. Winlings Mittel gegen den Fluch der Krähen. Ich brauche eine Alraune, eine Yoruga, 2 Unzen Trashbart, etwas, das Krähen anlockt und etwas, das Feenmagie enthält. In Klammern, vermutlich, alles zusammen wird im Glas erhitzt. Okay, das kriegen wir hin. So, die Alraune haben wir schon mal. Die können wir einfach schon mal reinwerfen. Ab in den Glaskolben damit. Eine Alraune? Wie auch immer er die durch diesen Stiel gequetscht hat, aber da vertraue ich Geron einfach mal, dass er das hingekriegt hat. Etwas, das Krähen anlockt, ist wahrscheinlich das Ei, oder? Würde ich denken. Etwas, das Krähen anlockt? Ja, sehr gut. Das haben wir gelernt ganz am Anfang, dass die Eier mögen. Dann vermutlich diese Wurzel, aber ich schlage nochmal nach, was das mal war. Mal sehen. Fahlgelbe Wurzel, sellerieartige Blätter, eindeutig eine Yoruga-Wurzel. Ah ja, perfekt. Yoruga kam im Rezept vor. Eine Yoruga? Rein damit. Dann 2 Unzen von irgendwas war noch, ne? Moment, lies nochmal das Rezept vor. Winlings Mittel gegen den Fluch der Krähen. Ich brauche eine Alraune, eine Yoruga, 2 Unzen Trashbart, etwas, das Krähen anlockt und etwas, das Feenmagie enthält. In Klammern, vermutlich, alles zusammen wird im Glas erhitzt. Okay, Trashbart brauchen wir noch. Wir haben noch diese komische Flechte. Ist das zufällig? Wir gucken mal nach. Graugrüne Flechte, verwunschener Wald. Das muss eine Trashbartflechte sein. Yes! Okay, wir haben das größte Glück überhaupt. Rein damit. 2 Unzen Trashbart. Und jetzt brauchen wir nur noch etwas, das Feenmagie enthält. Wahrscheinlich die Feenquelle einfach. Also würde ich sagen, nix wie hin. Und wir haben hier sogar einen Krug dabei, um die abzufüllen. So, einmal raus aus der Stadt. Ach ja, dem Ritter. Dem müssen wir auch noch irgendwie wieder Mut zureden. Aber immerhin ist der noch nicht kurz vorm Selbstmord. Insofern, so eilig haben wir es damit. Ach so. Moment, damit nicht, wollte ich sagen. Aber hier ist vereist. War die Feenquelle vereist? Moment. Da müssen wir jetzt gerade mal kurz gucken. Feentor. Können wir da was abschöpfen oder ist das Eis? Das geht so nicht. Das geht so nicht, Mist. Hier ist... Ah, ein Eiszapfen. Reicht der? Der würde auch durch den Hals der Flasche passen, ne? Ja, das müsste ja ein Feenwassereiszapfen sein, würde ich behaupten, oder? Das probieren wir mal. Und dann haben wir schon das Mittel fertig und können die ganzen Krähen zurückverwandeln. So. Smooth läuft das hier. Da nix wie hoch. Und den magischen Eiszapfen, genau, rein da. Etwas, das vermutlich Feenmagie enthält. Der schmilzt ein und... Entzauberungsmittel. Lecker, lecker. Na dann mach mal hier... Ich weiß nicht, welches wollen wir denn als Flagge benutzen? Das Zeltdach? Ich habe alle Zutaten. Ja, aber tränke mal damit den Stoff. Ich habe alle Zutaten. Vielleicht... Oder müssen wir das hier an den Tonkrug abfüllen? Unsinn. Füll das mal ab. Hä? Jetzt müssen diese biestigen Krähen nur noch damit in Berührung kommen. Au! Ach so. Heiß! Ja, vorsichtig, ne? Nicht mit bloßen Fingern. Ich wollte ja ein Tuch nehmen, du wolltest nicht. So, dann schmier das doch mal hier auf das Zelt. Ich habe alle Zutaten. Oder auf das Wams. Ich habe alle Zutaten. Mann, wir wollten doch eine Fahne basteln. Geron, jetzt erinnere dich doch mal an den Plan. Ach, müssen wir das vielleicht zusammennähen? Moment. Womit soll ich das zusammennähen? Na, mit dem Wams. Nehm mal eine neue Flagge. Grün und Weiß. Die Farben Andergasts. Ja, naja... Hä? Und dann noch so ein Eichenblatt drauf. Der lässt sich drauf. Nirgendwo aufnähen. Wieso nicht? Grüner Stoff und brauner Eichenzweig. Aber für ein Stadtwappen brauche ich einen Eichenzweig aus grünem Stoff. Ach so.
Okay, na dann nimm das doch als Vorlage, den echten Eichenzweig, und schnibbel dann drumrum. Geht das? Ein grüner Eichenzweig. Yes, okay, sehr gut. Und jetzt nähst du das hier auf die Fahne. Jetzt fehlt dem Banner nur noch eine rote Krone. Boah, du bist aber, du willst auch alles, Geron, ne? Muss das exakt aussehen wie das Banner? Können wir mit der blutigen Mistgabel eine Krone drauf machen? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wo sollen wir denn jetzt noch eine rote Krone herkriegen? Gibt's irgendwas, was aussieht wie eine Krone? Hatten wir was? Hier ist das? Nee. Wir haben halt, dafür brauchen wir wahrscheinlich jetzt die blutige Mistgabel, ne? Um als Farbe das Blut benutzen zu können. Aber na gut, geht ja nicht anders. Kräuterstand. Wo kriege ich denn eine Krone her? Hier auf dem Logo ist eine Krone, die ist aber nicht anfassbar. Hier ist nur die Magierschule. Da ist die Leiche. Schwierig, schwierig. Und so fallen die Krähen dann nicht drauf rein, sagst du? Weißer Stoff mit grünem Eichenzweig. Und wir haben nichts. Wir haben nichts Kronenmäßiges. Kann er die nicht einfach malen? Da muss er sich doch nicht so. Da muss er sich doch nicht so haben hier. Wir haben einen Krug noch. Tja. Unsinn. Ich dachte vielleicht den Faden färben. Eine rote Krone. Ach so, Moment, hat der Ritter vielleicht eine Krone auf seinem Logo oder so? Nee, der hat überhaupt kein Logo. Ritter Zornbold. Diese seltsamen Krähen, sie müssen eine Schwachstelle haben. Jeder Vogel lässt sich durch irgendetwas ködern oder verschrecken. Als ich zur Stadt zurückkehrte, stürzten sich die Krähen wie wild auf den Wimpel an meiner Lanze. Ein Fetzen ist alles, was ich davon retten konnte. Bitte sag, dass es die Krone ist. Come on, gib mir. Gebt mir die Reste eures Wimpels. Das Wappen ist wertlos. Andergast ist dem Untergang geweiht. Nun gebt mir den Fetzen schon. Was soll's? Nimm ihn dir. Na, ich und? Lasse euch allein. Danke. Ist da die Krone drauf? Come on. Ja, rote Krone. Perfekt, rauf da. Das Wappen der Stadt. Jetzt nur noch zusammenflicken. Naja, hier, wir haben ja Nadelfaden. Gar kein Problem. Dann ans Werk. Erst die Krone, dann der Eichenzweig. Und fertig ist das Banner. Sehr gut. Und jetzt, ja, sieht ein bisschen selbstgebastelt aus, aber ist es ja auch. Macht nichts. Hast du super gemacht, Geron. Jetzt das Entzauberungsmittel da drauf. Und jetzt ist die getränkt und jetzt können wir die Feen entzaubern. Passt auf, Leute, das wird großartig. Wir schaffen das. So. Ran da an die Fahnenhalterung. Und dann ziehen wir die hoch. Zu was werden die Krähen dann eigentlich? Dann hoch damit. Alle Krähen wurden entzaubert. Das Burgvolk hat ein kleines Kunststück eben bemerkt, Junge. Der König will dich sehen. Vielleicht schöpft er jetzt neue Hoffnung. Na endlich. Und wir sind wieder vorm König. Eine wahrhaft unglaubliche Geschichte, Vogelfänger. Und du sagst, der Rabe ist der Seher? Alle Tage kommt dieser Vogel zu mir und fordert den Reif des Verbrannten. Er wird Andergast in eine ewige Finsternis stürzen. So wie er es mit Noris Feenwelt getan hat. Du beweist Mut, dich nach deinem plötzlichen Verschwinden erneut vor deinen König zu stellen. Aber missbrauche nicht die Not meines Landes als Ausrede für dein eigenes Versagen. Diesmal werde ich nicht gehen, mein König.
Okay, alles klar. Wir stehen wieder vor dem König. Es ist wieder heikel. Mir wurde übrigens in den Kommentaren erklärt, dass der Seher wirklich nur Undergast kontrolliert gerade. Es gibt wohl in DSA auch noch viele andere Königreiche, die überhaupt nicht betroffen sind. Aber wir wollen ja nicht auswandern, wir wollen Undergast retten. Drängen, entschlossen demonstrieren oder Krähentrank vorzeigen. Also wir könnten halt den Trank zeigen, aber er hat ja schon gesehen, dass wir die Krähen entzaubert haben. Ich würde sagen, jetzt Entschlossenheit, oder? Finde ich gut, mach ich mal. Wenn Nori stirbt, verliere ich das Einzige, was mir geblieben ist. Glaubst du, du allein fühlst Hilflosigkeit und Verzweiflung? Rache und Zorn blenden uns, wie einst, vor 13 Jahren. Vielleicht waren wir damals blind. Nicht der Seher. Ich glaube, das war die falsche Antwort. Oh oh. Der König und der Vogelfänger. Ein Bild wie aus einem Märchen. Wo sind eure glänzenden Ritter hin, mein König? Erspare mir deinen Spott, Seher. Du bist enttarnt. Ihr glaubt dem Unglücksbringer? Was kümmert's mich? Ich habe die Schleier der Zeit zerrissen und Satinav selbst ins Angesicht geblickt. Das Schicksal eilt heran. Unaufhaltsam. Schon steht es in eurem Thronsaal. Genug davon. Was willst du? Ihr kennt mein Angebot, König Zornbold. Gebt mir den Reif oder stürzt mit den Trümmern eures Reiches in die ewige Finsternis. Entscheidet euch. Was soll es sein? Mein König. Schweig! Du willst meine Entscheidung, Seher? Du sollst deinen Reif bekommen. Eigenhändig werde ich damit deine Asche krönen, sobald du erneut und endgültig verbrannt bist. Nein, kleiner König. Das ist nicht das Ende, das ich sehe. Wir hatten gehofft, es würde enden, als wir ihn verbrannten. Doch jetzt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Was, wenn seine Prophezeiung über dich wahr ist? Ich bin irgendwie unsicher. Ich hätte ihn gerne mit dem Trank überschüttet, ne? Ich weiß nicht, ob das geholfen hätte. Können sich ja mal Leute, die sich mehr mit der Lore auskennen, mir in den Kommentaren schreiben. Aber ich hätte den Trank über den Seher geschüttet. So, gegen den Seher argumentieren oder Standfestigkeit zeigen? Nee, ich würde ehrlich gesagt weiter den Weg gehen. Wir sind strong, wir wissen, was wir wollen, wir sind entschlossen. Auf geht's. Nori wird sterben, wenn ich sie nicht finde. Ob ich nun Unglück bringe oder nicht. Nichts wird mich davon abbringen, ihr das Leben zu retten. Deine Entschlossenheit verdient Achtung. Doch auch du bist nur ein Mensch. Erwarte keine große Hilfe von mir. Zu viele Männer habe ich bereits in den Tod geschickt. Majestät, gewährt mir Zugang zur Magierakademie. Das ist meine einzige Bitte. Die Akademie? Was erwartest du dir davon? Ich muss mit dem Feenforscher reden und mehr über die Zauberharfe erfahren. Du scheinst ein gutes Herz zu haben, Geron. Ich werde dir ein Schreiben geben, das dich als meinen Gesandten ausweist. Hab tausend Dank, mein König. Viel Glück, Vogelfänger. Ich hoffe, du kannst deine Freundin retten. Okay, ich glaube, der König glaubt so semi an uns. Wir haben einen Freibrief, sehr gut. Wofür brauchten wir aber die Mistgabel? Vielleicht brauchten wir auch gar nicht, vielleicht haben wir einfach nur den Typen gerettet. Was ich auch gut fände. Ich beschwere mich gar nicht. Wir haben die Mistgabel, er bringt sich nicht um. Wir bringen Hoffnung ins Land. Auf geht's. Und du, ich möchte dir meinen Freibrief unter die Nase reiben. Bitteschön. Schaut her. Ein königlicher Freibrief. Also, lasst mich rein. Nicht so voreilig. Tatsächlich? Das königliche Siegel? Also gut, Vogelfänger. Tritt ein. Aber ich merke mir dein Gesicht. Merk es dir ruhig. Und damit tschüss. Wir können endlich in die Magierakademie. Ich weiß gar nicht, warum wir da nicht rein konnten. Das hat mich am Anfang schon verwirrt, ne? Geron kann ja zaubern. Jetzt sogar mehr als vorher, aber zumindest am Anfang hatten wir ja trotzdem den Zerbrechenzauber. Naja, egal. Hinein und mal gucken,
Menschenfreund. Ach ja, guck mal. Dort oben brennt noch Licht. Wir haben eine Errungenschaft gekriegt dafür, dass wir den Verzweifelten gerettet haben. Okay, okay. Das heißt, wahrscheinlich mussten wir ihn wirklich einfach nur retten. Finde ich gut. So, Götterkreis. Ach, das sind alle Götter. Der Kreis der 12 Götter. Okay, sieht cool aus. Weiß ich jetzt nicht, wer ist, aber gefällt mir. So, das sieht aus wie Klos. Wir können nur hier hoch. Hier sind noch so Feuerschalen. Götterkreis. Loch im Boden. Warum nicht, ne? Ein Loch. Nicht einmal einen Spann tief. Ja, dann sollen wir was reinstecken? Die Mistgabel? Passt nicht. Mist. Können wir sie anspitzen eventuell? Das lasse ich lieber. Okay. Na gut. Ich weiß auch gar nicht warum, ne? Also lass uns ruhig erstmal reingehen. Ich will nur Sachen ausprobieren. Na dann, schauen wir doch mal. So, okay. Hier ist ein Zimmer. Hier ist eine Tür. Hier sind Schrifttafeln. Warum können Magier nicht einfach in der gemeinen Sprache schreiben? Ah, die sind in Magiersprache und hier ist ein Wandteppich. Ist da was hinter? Ja. Ach so, okay, jetzt sind wir draußen. Moment, wir gehen erstmal. Ich habe das Gefühl, ich versuche hier schon alles zu lösen, bevor wir es überhaupt gefunden haben. Wir klopfen erstmal an die Tür, wie es sich gehört, ne? Brava, Geron. Fest verriegelt. Hallo? Niemand macht auf. Hinter der Tür murmelt irgendjemand irgendetwas, aber ich verstehe kein Wort. Okay, na gut. Und was ist hier drin? Hallo? Ach, da ist er ja. Geron, du lebst noch. Bei Satinavs ungetrübtem Blick. Ich war mir sicher, der Seher hätte dein Schicksal besiegelt. Der Rabe ist der Seher. Er hat Nuri. Aber ich war in ihrer Welt. Langsam, langsam. Eins nach dem anderen. Hier bist du vorerst sicher. Okay, Neuigkeiten des Feenforschers oder Nuri retten. Na, erstmal, was gibt's Neues, Feenforscher? Was hast du rausgefunden? Was gibt es Neues? Was willst du wissen? Oh Gott, Erlebnisse, Erkenntnisse, Wahrträume, anderes Thema. Nee, wir gehen einfach von oben durch, würde ich sagen. Ich will alles wissen. Wie ist es euch ergangen? Der Weg nach Andergast war beschwerlich. Vermaledeite Krähen und seelenlose Feenkreaturen. Aber schau her, ich lebe noch. Was ist mit eurem Bein? Ach, mich hat schon Schlimmeres gebissen. Soll ich dir von dem Feenzahn erzählen, den ich einst fand? Dafür habe ich jetzt leider keine Zeit, Giacomo. Aber ein andermal würde ich die Geschichte schon gern wissen. Ein Feenzahn? Aus so einer traurigen Fee, also so ein Monsterzahn oder so normal wie Nuri? Na gut, erstmal, okay, was hast du rausgefunden? Habt ihr alles Wissen zusammengetragen, nachdem wir suchen? Tja, Magistra Dorota zufolge besitzt die Harfe große chaotische Macht, unbekannten Ursprungs. Sie scheint unzerstörbar und der Versuch, sie zu spielen, ist für Menschen tödlich. Ich habe das Gefühl, das ist kaum mehr als zum Anfang meiner Reise. Wisst ihr nicht noch mehr? Die Harfe ist nicht nur Quell der Krähenplage. Seit Nuri sie spielt, sendet sie uns einen nicht enden wollenden Krähensturm. Wenn ihr wirklich nicht mehr herausgefunden habt, müssen wir wissen, wo die Harfe ist. Das, hat die Magistra leider nicht verzeichnet. Es muss weitere Aufzeichnungen geben. Doch die Bibliothek ist groß und ungeordnet. Uns bleibt keine Zeit, Giacomo. Wir müssen jetzt schneller suchen. Okay, das ist tatsächlich, also da teile ich ausnahmsweise mal Gerons Missmut. Das wirklich nicht besonders viel, ne? Aber, ne, was lernen wir daraus? Sortiert immer eure Bibliotheken. Sehr wichtig. So, Wahrträume. Erzählt mir von diesen Wahrträumen, die Andergaster plagen. Der Wahnsinn grassiert. Düstere Bilder der Zukunft, die nur wenige ertragen. Wie kann man sich davor schützen? Nun, ich habe einfach seit Tagen nicht geschlafen. Das ist aber keine dauerhafte Lösung. Wieso sendet der Seher Wahrträume? Will er alle verrückt machen? Ich befürchte viel Schlimmeres. Er sammelt mit der Macht der Harfe alle Träume, um Satinav zu überlisten. Um aus allen Träumen die Wahrheit über die Zukunft zu erlangen. Er sagte, er will eine Katastrophe verhindern. Und selbst nicht sterben. Er muss seinen eigenen Tod gesehen haben. Er fordert das Schicksal selbst heraus. Indem er die Gesichter von Tausenden zusammenfügt, um zu wissen, was geschehen wird. Das ist doch verrückt, oder? Ist so etwas überhaupt möglich? Mich kümmern nicht seine Pläne, sondern seine Taten. Und diese bringen Tod und Verderben.
Okay, jetzt überlege ich gerade. Geron bringt ja das Ende, ne? Bringt Geron vielleicht das Ende des Seers? Das könnte doch auch sein, oder? Wir dachten die ganze Zeit, oder ich dachte die ganze Zeit, es wäre das Ende von Andergast oder das Ende vom Feenreich oder irgendwas. Aber vielleicht hat der Seher einfach sein eigenes Ende gesehen und versucht jetzt alles, um das zu verhindern. Aber wenn die Träume die Wahrheit sind, dann hatte der Typ draußen dann recht? Also hätte sein Freund ihn dann wirklich getötet, so wegen Hunger einfach? Oder weil er auch verrückt war und deswegen war das quasi Notwehr? Ich bin voll unsicher. Aber andererseits hat er das Schicksal abgewandt. Also werden die Träume ja doch nicht immer wahr. Ich dachte, er schickt einfach Wahnsinn. Aber er schickt Visionen von einer schrecklichen Zukunft. Und er sammelt die alle. Ja, naja, okay. Aber das grundsätzlich verstehe ich schon, ne? Er versucht, die Zukunft von allen rauszufinden, um dann quasi ein Gesamtbild der Zukunft zu haben, um dann zu verhindern, dass Geron ihn umbringt. Vermute ich jetzt mal. So, anderes Thema. Wegen etwas anderem. Überwindung des Albtraums, Nuri retten, Harfe der Traumweberin. Ja, die Harfen müssen irgendwie miteinander in Verbindung stehen, oder? Das kann doch nicht sein, dass es einfach zwei Harfen gibt. Irgendwas muss da sein. Überwindung des Albtraums. Ja, da erzählen wir dem doch einfach mal von. Giacomo, ich habe meinen Albtraum besiegt. Seit dem Krähenangriff im königlichen Gemach hatte ich immer wieder diesen einen Traum. Von der Hinrichtung des Seers. Krähen haben dich vom Seher träumen lassen? Sehr beunruhigend. Im Feenreich konnte ich diesen Traum endlich enträtseln. Auf dem Scheiterhaufen muss der Seher seine Seele in den Körper des Raben gerettet haben. Mit Hilfe eines verzauberten Reifs. Diesen fordert er jetzt vom König zurück. Das geheimnisvolle Artefakt des Seers, das damals aus der Asche geborgen wurde. Ja, genau. Und wahrscheinlich fordert er das zurück, damit er, naja, erstens, damit er wieder, falls er stirbt, seine Seele retten kann, sodass er nicht wirklich stirbt. Und ich könnte mir vorstellen, er will vielleicht auch kein Rabe mehr sein, ne? Weiß ich nicht. So, Artefakt des Seers. Ja, wir machen mal weiter. Was wisst ihr über dieses Artefakt? Was genau interessiert dich? Oh, wir haben so viel zu bereden. Wo ist es? Der König hat's, ne? Wisst ihr, wo dieses Artefakt heute ist? Keine Magie konnte den Reif berühren. Er ließ sich weder entzaubern noch zerstören. Deshalb sollte das Ding in der Akademie sicher verwahrt werden. Magister Eichwart hat es in Verwahrung genommen, als sich der Seher wieder offenbarte. Ich suche in der Bibliothek, ob es dazu noch Aufzeichnungen gibt. Magister Eichwart? Ist der etwa der hinter der verschlossenen Tür? Könnte ich mir vorstellen. Aber wir klauen ihm doch jetzt nicht den Reif, oder? Was wollen wir denn damit? Na, außer wir können damit Nuri retten. Maybe können wir damit Nuri retten irgendwann. Wer ist Magister Eichwart? Die Vizespektabilität der Akademie. Hüter des Reifs des Seers. Er hat sich seit Tagen in seiner Studienkammer eingeschlossen. Du findest die Kammer direkt neben der Treppe in der Halle. Doch er hat die Tür magisch verriegelt. Ich weiß nicht einmal, ob er überhaupt noch lebt. Na, okay, alles klar. Seelentausch? Wisst ihr, wie ein Seelentausch möglich ist? Eine schwierige Frage. Zwischen Himmel und Welt verborgen? Bitte, Giacomo. Erklärt es mir so einfach wie möglich. Tja, also gut. Jedes Wesen besitzt neben seinem körperlichen Leib auch ein magisches Geflecht, den Astralleib. Darin, tief verborgen, so heißt es, sitzt unsere Seele. Mit machtvoller Magie mag es möglich sein, die Astralleiber zweier Wesen zu öffnen und ihre Seelen zu tauschen. Also will der Seher das Artefakt, um wieder einen menschlichen Körper zu haben? Das steht zu vermuten. Vielleicht sogar den des Königs. Was sagst du da? Ach, nur ein Gedanke. Na, aber das würde schon Sinn ergeben, ne? Im Körper des Königs kann man, hat man viel Macht, ne? Artefakt als Köder, das wäre aber risky, ne? Noch ist der Seher im Rabenkörper gefangen. Wie hat Gwynling immer gesagt? Um einen Vogel zu fangen, brauchst du zwei Dinge. Das richtige Netz und den richtigen Köder. Warte, das ist gefährlich. Wieso? Wenn der Seher den Reif begehrt, wird er womöglich leichtsinnig. Oder wir spielen ihm das Artefakt erst in die Hände und verursachen selbst, was wir eigentlich verhindern wollten. Wem erzählt ihr das? Aber wir sind keine Sklaven der Zukunft und ich sehe keine Alternativen. Ich werde dieses Artefakt schon finden. Okay, dann haben wir jetzt alles einmal durch. Wegen anderes etwas Thema. Anderem. Nuri retten, ja, das würde ich sehr gerne. Ich muss Nuri retten.
Solange sie die Harfe spielt, wird der Krähensturm des Sehers nicht enden. Und bald ist auch sie hoffnungslos verloren. In Fabulons Namen, ich werde dir helfen mit allem, was ich weiß. Aber du wirst allein gehen müssen. Mein verletztes Bein hält dich nur auf. Okay, das war schnell abgesprochen. Harfe der Traumweberin, was kann er uns dazu sagen? In Nuris Welt habe ich die Harfe der Traumweberin entdeckt. Die Harfe der Traumweberin? Oh, ich darf nicht neidisch werden. Erzähl mir davon, was bewirkte sie? Sie hilft, sich bösen Träumen zu stellen und diese zu überwinden. Aber der Königin brachte sie auch dunkle Träume. Dunkle Träume von der Zukunft. Bei Satinav, ich ahne Schreckliches. Die Harfe des Sehers beschwört die Krähen herauf. Und diese bringen die dunklen Wahrträume unter uns Menschen. Finstere und gefährliche Feenmacht. Schatten umhüllen mein Lebenswerk. Okay, alles Bin klar. Bin gleich zurück. Na dann. So, verletztes Bein, ja, in der Tat. Ich hoffe, wir können ihm da irgendwie helfen. Zauberglas, ja, das nehme ich doch gerne. Braucht ihr dieses magische Guckglas noch? Die Lupe? Im Augenblick nicht. Bring sie aber zurück. Die Handschrift der Magistra Dorota ist winzig. Also, denkt Geron nur, ist das ein Zauberglas, weil es Sachen vergrößert, oder kann es wirklich zaubern? Weinkaraffe, ja komm, erstmal einen Schluck. Ich nehme euch das weg. Ihr braucht einen klaren Geist. In vino veritas. Ja, sicher. Schreibt es auf und hängt es an die Wand. Da hat Geron aber recht, ne? Haben wir ihn nur abgehalten davon, sich zu verwirren. So, ist hier noch irgendwas? Mal gucken. Können wir selber die Bücher durchstöbern eventuell? Allerdings kann Geron die ja alle nicht lesen, ne? Sind ja... Achso, nee, können wir doch? Oh Gott, okay. Aber solange ich nicht weiß, was ich nachschlagen will, lasse ich das lieber. Und hier sind noch mehr Schrifttafeln. Warum können Magier nicht einfach in der gemeinen Sprache schreiben? Ach, das ist dasselbe, okay. Quid est veritas. Was ist Wahrheit? Keine Ahnung. Ist mir im Augenblick auch gleich. Sehr nachvollziehbar. Nein, er hat übersetzt für dich. Pro sapientia discere. Pro animum abstinere. Pro regnum mori. Für die Weisheit lernen, für den Geist sich enthalten, für das Königreich sterben. Ich sterbe lieber für Nuri. Wie wäre es denn, wir überleben stattdessen alle? Finde ich gut. Da bin ich auf jeden Fall bei ihm. Ist das eine ausgedachte Sprache innerhalb des DSA-Universums oder ist das einfach Latein? Ich bin mir unsicher, weil ich kann auch kein Latein. Nee, discere aber es klingt so ähnlich, finde ich. Cessar. Höre nicht auf zu lernen. Tiefsinnig. Okay, er konnte uns also alles vorlesen. Kann er uns auch die hier draußen vorlesen, wenn wir die Tür auflassen? Andergast Vivat, Andergast Crescat, Andergast Floriat. Floriat könnte ja sowas wie floriert heißen vielleicht. Wäre ja sinnvoll, wenn die hier wollen, dass Andergast, ne, dass es dem gut geht. Fatum est inscriptum. Und was steht hier? Eus causa discimus. Also falls das einfach Latein ist und ihr könnt das zufällig, schreibt mir ruhig in die Kommentare, was das heißt, ne? So, dann gehen wir jetzt nochmal nach hier draußen und gucken mal, ob wir durch das Fenster von der verrammelten Tür gucken können. Können wir? Und da sitzt ein Typ und ein Krokodil. Okay, ja, dann würde ich sagen, mit dieser Erkenntnis beenden wir doch einfach mal die Folge von Das schwarze Auge Satinavs Ketten und gucken dann nächstes Mal, was wir mit den charmanten Gestalten da drin machen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!